Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. In der letzten Folge habe ich mich ja dazu entschlossen, hier alle Verkehrswege neu zu machen. Und ich habe gerade schon mal alle Busverbindungen hier gelöscht. Und genau deswegen machen wir die jetzt auch neu. Ich habe mir noch in der Zwischenzeit einen Mod gedownloadet. Man sieht hier schon noch ein paar mehr Straßen. Eine einspurige, schmale Viererstraße und Dreierstraße und auch hier noch ein paar neue Straßen mit dabei. Ich glaube hier, nee, soweit ich mich da ja, nee, hier, nee. Hier noch ein bisschen was Neues dabei und das, denke ich, werden wir uns auch noch anschauen, aber nicht jetzt. So, genau, hier sieht man vielleicht auch schon ein paar andere Sachen, aber das dann später, oder dazu dann später mehr. Ich würde gern mit der Linie beginnen, die hier einmal rings um den Bahnhof verbindet, also die ganzen Bahnhöfe und so weiter und so fort. So, genau, die verbindet dann hier einfach mal so ein bisschen alles, was da so zusammengehört. Hier oben lang kann man sie auch mal noch gehen lassen, ja. Und dann vielleicht hier noch mal vorbei. So. So. So und so. Nummer 1, die dann hier das ganze Gebiet innerhalb so ein bisschen abfährt. Und dann kommen jetzt die Linien außerhalb. Ja doch, fangen wir mal hier an. Der Bahnhof soll hier drüben das ganze Gebiet so ein bisschen übernehmen. Und ich würde einfach sagen, ich fange mal mit einer Linie hier oben drin an, in dem Bereich, in dem Gebiet. Und zwar mache ich die mal ein bisschen mehr so hier außen lang. Da ich hier auch keine separaten Straßen für Busse habe. Und lass die dann, naja, ja, pff. Vielleicht dann hier drüber zurück über die Straße. So und so. Dann, ja, man kann ja leider nicht in jedes Feld. Der nächste geht dann mal in die andere Richtung. Und wie geht er dann hier? Ah, einmal außenrum. Okay. Geht dann hier mal in die andere Richtung. Und erschließt dann mal so ein bisschen den Bereich in der Stadt. Okay, hält dann hier unten. Hier unten, gut, hier unten haben wir gerade noch nichts. Kann ja trotzdem schon mal halten. Und fährt dann hier wieder zurück. Die Straße habe ich gerade noch mit neu gebaut. Weil mir das ein bisschen aufgestoßen ist, sag ich mal. Genau, und die fährt dann hier oben einfach mal in die andere Richtung. Und hält auch mal so zwischendrin. Und geht dann, und die geht dann hier oben lang, dort nochmal und geht dann hier wieder zurück. Okay. Dann fange ich jetzt mal außerhalb an, in unserem Vorortgebiet. Eine neue Linie, die hier so ein bisschen im Vorort mitfährt. So. So, man könnte es ja eigentlich auch hier oben lang gehen lassen. Über die Autobahn, dann. Ah, nee, die geht nicht über die Autobahn. Mal schauen, wo bin ich denn hier gerade überhaupt?
Wenn ich jetzt das sagen würde, gut, da drüben soll sie nicht hin. Das kann man ja. Ist das hier zufällig? Ne, das sind glaube ich okay eine Busstraßen, die ich hier habe. Also muss eigentlich dann Uni unbedingt dort lang. Gut, Vorort. Vom Vorort aus kann sie ja zum Beispiel hier unten lang. Hält aber mal ein bisschen öfter. So, und führt dann... Und führt dann hier oben zurück. So. Sagen wir mal, die macht dann hier auch mal einen Halt auf dem Gefängnis. Auf der Gefängnisinsel ist ja... Na? So. Und geht dann... Wo ist die Straße? Geht dann... Hier unten wieder zurück. Und erstmal hin. So. Und fährt dann meinetwegen einen ähnlichen Weg wieder rück zu. Was ist denn hier noch eine Busverbindung? Das müsste eine Busverbindung sein hier, glaube ich. Lassen wir den mal hier lang fahren. So. 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 Mal ein Stück außerhalb. Dann hier unten überall nicht. Hier nochmal und hier. So. Haben wir eine neue Buslinie gemacht. Dann hätte ich einfach noch gerne eine, die hier ein bisschen im Vorort verkehrt. Nur so ein kleines bisschen. So. Sagen wir dann vielleicht hier oben nochmal und dann hier zurück. Einfach, dass die Leute auch ein bisschen mobil sind, gerade die auch nicht mehr Auto fahren. Okay, nächste Linie. Geht jetzt mal hier unten in den Teil der Stadt. Und da würde ich jetzt ganz spontan sagen, einmal hier, einmal hier, hier. Lass uns auch nochmal nach hier drüben gehen. Ach ja, doch, wieso nicht? Hier, hier und dann machen wir hier eine Wendeschleife. Und lassen die diese Linie... zurückführen. Oder nee, die Linie geht dann noch mal hier runter. Gucken. Geht dann vielleicht noch mal okay, da geht dann hier noch mal über die Brücke drüber. Also könnte man zum Beispiel sagen, dort, 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 dort. Und eine Wendeschleife. Oder nochmal nach... Ne, nach unten ist besser. Nach unten. Nach unten.
und hier zurück, oder drüben komme ich so nicht zurück. Gut, sagen wir nochmal da lang. Da eine Haltestelle. So, und jetzt können wir auch hier, hier und hier oben und da oben. Nächste Linie. Vielleicht nochmal so in den Teil hier der Stadt. Okay, fangen wir an. Haltestelle da. Genau, wir haben ja hier noch nicht so viele Querverbindungen. Muss man ja auch sagen. Ist natürlich auch etwas Wichtiges. So. Und geht dann meinetwegen hier zu. Oder haben wir hier unten nochmal? Genau, geht dann hier unten zurück. Hier unten ist ja dann auch noch der Bahnhof. Na gut, die lassen wir erstmal hier lang gehen. Die lassen wir erstmal hier lang gehen. Okay, sagen wir da. Da und dort. Nächste Linie. Geht dann mal nach da unten. Ey, nicht ruckeln. Ja. Gibt's näher. So, so. Und so. Hält nochmal am Bahnhof. Und fährt dann wieder zurück. Dann machen wir hier mal nur zwei Haltestellen, das müssen wir nicht so sehr übertreiben. Und fährt dann meinetwegen mal noch da unten lang. Man muss ja nicht alles über Busverbindungen regeln, aber so ein kleines bisschen kann man schon. Okay, sagen wir so. So. Und dann hier über den Kreisverkehr, über den Kreisverkehr, über den Kreisverkehr. Vielleicht schon da nochmal. Und jetzt sagen wir da nochmal und dann hier über diese Linie. Gut, da fährt er halt doch außenrum zurück. Okay, da haben wir jetzt hier ein gut ausgebautes Busnetz. Für das nächste Randgebiet dort machen wir eine eigene Linie. Ich hätte gerne noch eine für dort unten. Die machen wir jetzt mal von dem Bahnhof aus. Okay, eine Linie. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Dann hier runter. Dann über diese Straße hier zurück. Dort ein Halt. Da ein Halt. Da. Da oben und zurück. Linie Nummer 2. Ja, über die Straße fährt hier unten lang.